Herzlich willkommen bei S21bauTV. Ja, wir sehen hier ein Bild von Helmut, das hat er auf der Fanpage gepostet. Danke Helmut dafür. Er hat markiert den Kompressor und die Rüttler BA9 Bahnsteig 1 und geschrieben, hier könnte morgen betoniert werden, also Beton fließen. Und er hat recht, das hat er gestern gepostet und jetzt schauen wir gleich mal. Hier wird betoniert. Seht ihr nicht? Das liegt daran, dass diese Webcam hängt. Also wieder eine, die abgestürzt ist. Es wird langsam Zeit, dass der Admin aus dem Lockdown heraus mal per Remote die Webcams ansteuert. Aber es gibt eine Rettung. Hier ist das ITS und hier gibt es eine Webcam. Und auf die gehen wir jetzt gleich mal. Und hier seht ihr den Beweis. Also, Bahnsteig 1 BA9 wird heute fertiggestellt. Ist zwar schade, dass wir die Bilder jetzt nicht sehen, aber Hauptsache es wird gebaut. Weiterhin sehen wir D5, also D für Dachkonstruktion, denke ich mal, laut Schalungsplan, die Schwindgasse in BA12. Ein weiteres Element ist hinzugefügt worden. Schauen wir uns gleich noch von der anderen Kamera aus an. K13 wartet jetzt auf die Schalungseinheiten von K11. Und bei K11 ist die Hutze schon fast wieder freigelegt. Also die großen Schalungselemente hier sind noch dran. Und was man von hier nicht sehr gut sehen kann, ist die Galeriestütze für R7 ist mir bei Marions Spaziergangfoto gar nicht so genau aufgefallen. Deswegen möchte ich die noch mal kurz einblenden. Was ist mir nicht aufgefallen? Die Rüttler. Also, das Ding ist fertig armiert. Armierungsgerüst weg. Und Schalung ran. Dann kann gegossen werden. Im Hintergrund die Schalung von links Galeriestütze K11 bis rüber Bonatzbau für diese Deckenplatte der Lounge. Danke Mario nochmal für diesen tollen Schnappschuss. Also das ist ungefähr hier vom Steg in die Richtung fotografiert. Nochmal aktualisieren. Ja, diese Kamera hängt schon seit 15.12. Und auch hier ist die Luft ausgegangen seit Mitte Dezember. Und der Blick aufs Nordportal ist uns leider auch verwehrt, denn schauen wir aufs Datum von gestern. Ne? Vielleicht hat sie sich... Nee, hat sich noch nicht. Die hier, die spinnt ja schon einige Zeit rum. Aber ich habe vorhin einen Schnappschuss erwischt. Den schauen wir uns gleich an in der Übersichtskarte. Ja, unten am Rand sieht man, es ist überall ein bisschen ein Problemchen. Und das hier schauen wir uns gleich nochmal größer an, mit Beschriftung. Denn hier hinten passiert einiges. Helmut, danke für den Hinweis. Er hat gesehen, hier wird die nächste Schalungseinheit mit dem Carrelay hingebracht. Okay. Die mag auch nicht so recht. Also wenn man auf die Fanpage geht, dann sieht man hier, wie gerade das Carrelay noch drunter steht. Und hier drüben noch mehr Schalungseinheiten. Auch das schauen wir uns gleich an mit Beschriftung.
In der Ehemannstraße geht es weiter. Also Ehemannstraße heißt die Webcam. Das ist der Zwischenangriff für die Fernbahntunnel Rosenstein. Und Zwischenangriff Abstellbahnhof für die S-Bahn und Rettungszufahrt Fernbahntunnel. Vilsdalbrücke müssen wir mal gucken, denn hier wurde betoniert und jetzt sind die Schalungen weg. Jetzt sieht man schon einiges von dem Gebäude, das zwischen den Tunneln hier entsteht oder zwischen den Tunnelausgangröhren, den Sonic Boom Bauwerken, denn hier ist der Schalldämpfer drin. Und das sieht doch aus, als wäre in Märklingen Schotter aufgefahren worden. Dann gehen wir mal auf diese Darstellung, weil erstmal auf diese Folie. Das ist jetzt noch das alte Bild. Aktualisieren. Und da sehen wir, die nächste Schalungseinheit ist dran bei B1. Und diese seltsame Krümmung lässt sich leicht erklären, denn da geht es schon um die Kurve rum, nämlich um die hier. Ja, das ist für alle, die neu auf dem Kanal sind, eine sehr alte Arbeitsversion von den Schalungssätzen und die Farben bedeuten eben, dass die Schalungssätze öfter benutzt werden. Die Reihenfolge hat sich zwar mittlerweile geändert, aber das tut ja der ganzen Sache keinen Abbruch. Und ich habe das jetzt noch ein bisschen aufgepeppt, indem ich neue Farben drüber gezeichnet habe, um zu sehen, was ist schon in Betrieb. Und dann sieht es so aus. Also das, was ich draufgeklebt habe, ist in den drei Ampelfarben markiert. Könnt ihr euch auch schön als PDF laden. Von der Homepage, steht im Videolink oder auch in der Fanpage-Seite, also die zweite Seite, die wir haben, da lege ich es als Bilder ab. Ja, hier sehen wir die Krümmung B1 und hier sehen wir schon einiges ist in Betrieb. BA16 ist fast komplett, weil eigentlich müsste es bis hier sein, wenn man den Bauabschnitt ganz korrekt abrechnet. Und hier haben wir RS7, diese Galeriestütze, die gerade in Bau ist, daneben von K15, die ist schon fertig, gleich neben dem Steg. Und da sehen wir auch eine Besonderheit, K15, die zweite Galeriestütze, ist dann gar keine, sondern das ist schon die Wand von der Bahnsteighalle. Ja, und hier haben wir D5. Und die Schwindgasse. Schalten wir mal um. Das ist jetzt aber nicht so richtig aktuell. Müssen wir mal gucken. Na, ich habe es doch reingeblendet. Jetzt ist es doch verschwunden, habe ich es. Aus Versehen nochmal, muss ich dann nachliefern. Gehen wir mal mit dem hier nach vorne. Hier sieht man nämlich sehr schön die Schwindgasse und von der Form her und diesem Knick, dass das hier der oberste Punkt ist oder die Linie und diese Krümmung, passt es hier genau rein, so wie das hier drin war. Da greife ich also jetzt mal vor und ziehe, das hier ist dann hier, dieses Element, machen wir mal gleich die Erweiterung rein. Ja, das kann ich nicht aktualisieren, aber bald und dann ist der BA9 Bahnsteig 1 betoniert. Für alle, die neu auf dem Kanal sind, hier sieht man es schön, die Schalung.
Bahnsteig mit der Mittelkante hier, damit Flüssigkeiten ablaufen können. Da wird also eine Drainage reingelegt und die Bahnsteige sind immer nach innen geneigt, sodass eben Flüssigkeiten hier reinfließen. Oder auch diese neumodischen Trolleys mit vier Rädern, die würden sich dann hier sammeln und dann bei K25 landen. Dann haben wir den Kabelkanal und die Seitenkante vom Bahnsteig. Und hier kann man auch schon erkennen, diese Kante, das ist ja so eine Notkante, wenn man also mal reingefallen ist, dass man schnell rauskommt, hat man so eine Stufe drin. Dann der zweite Bahnsteig in BA9. Die Seitenkante ist betoniert, die ist jetzt schon eingeschalt. Wenn wir ein aktuelles Bild hätten, wird man sehen. Und dann kommt der Bahnsteig dran. Die linke Seite ist fertig und da wurde das Ambientsgerüst von K27 angebracht. Da geht es also bald in die Höhe. Und ansonsten wird noch an dem vierten Bahnsteig in BA11 gearbeitet, als Spannbetonbrücke über den S-Bahn-Tunnel, damit auf diesen keine Kraft ausgeübt wird. Und das ist das neueste Highlight. Gleis 4 und 5 als Spannbetonbrücke über den S-Bahn-Tunnel wird hier armiert. Ja, von hier haben wir noch den Blick rüber bis K11. Das ist noch von dem Tag, als die Hutze betoniert wurde. Haben wir ja gerade gesehen, die Schalungen sind fast alle weg. Die zwei, drei in der Mitte noch. Und, ah ja, das wollte ich noch mal zeigen mit Beschriftung. Haben wir gerade direkt live auf der Webcam gesehen, dass hier neue Schalungsgerüsteinheiten sind. Hier braucht es noch den Bogen Gleis 4, 5, Ausgang Südtunnel, Südkopf, Zugangstunnel. Und B1 wird ja hier Mitte Bahnsteig 1 bis Mitte Bahnsteig 3 verlaufen, also hier beim Südausgang enden. Also das hier. Die Schalungseinheit, die ist schon fast an ihrem Platz. Und was man hier noch sieht, ist die Seitenwand. Bis hierher ist sie betoniert und dann das Stückle ist armiert. Schalung kommt jetzt ran und zwar der Bogen, der hier rüber geht, dann in dieses Element. Ja, und dann. Das wird dann als Schwindgasse bezeichnet, würde ich mal sagen. Teil von K7 wird hier anlanden. Und dann hier dazwischen ist nach unserer schönen Grafik hier oben ein Schwindgassenbereich D4. Das war's mit dem Kurzupdate. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.